Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Ich glaube, wir haben alles gelöst in der Welt und gehen jetzt zu Cleavers Feuerschwert, dem Endboss. Ihr wisst ja, in Welt 1 war dieser komische Mini-Necky, der Endboss, und hier ein Feuerschwert halt, ne? Ein Schwert, das Feuerbälle schleudert. Das war früher ganz beängstigend. Ich dachte, ohne Scheiß, auf Donkey Kong Land, also auf dem 8-Bit alten Gameboy, wo man nichts erkannt hat, da gab es diesen Endboss auch. Ähnlich. Und ich konnte kaum erkennen, was es überhaupt ist. Ich habe immer gedacht, es wäre ein Pinsel. Aber warum man einen Pinsel als Endboss? Naja, gut. Und was jetzt? Jetzt macht er richtig Alarm. Ja, egal. So ein lahmes Schwert. Und wer ist Cleaver? Paul. Wer ist eigentlich Paul? Oh, es laggt. Warum? So, oh, noch ein bisschen Knete abkassiert. Ah! Hier ist keine... kein Geld. Immer noch nicht. Wie besiegt man ein Messer? Genau, man tut Kanonenkugeln gegen es legen. Und das war's mit dem Messer. Komisches Messer, wenn ich das mal sagen darf. Dixie chillt auch und zieht sich einen Trink rein. Und wir kriegen die nächste Creme-Münze. Und die ganze Welt mit Dixie erledigt, hey, das glaubst doch nicht. Creme-Kai, das ist eine Sumpfwelt. Die mag ich auch nicht. Na gut, aber danach kommt die Freizeitparkwelt. Die mag ich schon etwas lieber. Tja, dann gehen wir jetzt mal durch den Sumpf. Hier gibt's neue Fässer. Nach so und so vielen Sekunden, wie angezeigt wird, feuern die los. Das ist jetzt nur Demonstration gewesen. Und mal sehen, was da noch kommt. Geister. Geister, Geister, Geister. Ein verwunschener Sumpf. Was ist da unten, Mann? Ich will's herausfinden. Rambi. Warum? Gibt's da eine Erklärung? Mir egal, ich hab Rambi. Ich freue mich immer, wenn ich Rambi hab. Rambi rules. RR. Jetzt wird die Zeit schon viel knapper. Und wir können die Fässer selbst justieren. Wir müssen sie quasi in die richtige Richtung steuern und dann alles bashen. Ne? Checkpoint. Und natürlich der obligatorische Tod. Darf bei keinem Checkpoint fehlen. Jetzt ohne Rambi oder was? Oh nein. Brauchen wir die nicht? Für irgendwas? Oh Mann! Bestimmt. Da ist ein Pfeil. Ich weiß wieder, was da war. Wir müssen dem Geist folgen. Weil die jetzt irgendetwas wirft. Eine Schatztruhe, danke. Da ist eine Kanonenkugel drin. Wo ist die Kanone? Weiter vorne war die. Oder? Hä? Da. Ja, ein schönes Rätsel. Da kommt auch nicht jeder drauf. Mache alle Gegner fertig. Das sind ja nur drei, ne? Der hätte man wenigstens Zeitlimit bisschen hochschrauben können. 25 Creme-Münzen. Ey, das ist schon eine ganze Menge. Irgendwie. Irgendwie schon. Die werfen Käfer. Na du. Das wird noch ein Spaß mit euch. Ach du. Hey, hey. Du wirfst mir eine Biene hin. Da wirft er mir eine Biene hin.
Ja, das irritiert mich immer noch so, dass ich jetzt in den Abgrund gesprungen bin, ehrlich. Da wirft er mir eine Biene hin. Im Sumpf der Fässer. Toll. Mit Kombis. Kombis, ja. Mit Kombos geht alles viel schneller. Drei Ratten auf einmal, aber wir müssen dann immer rechtzeitig dem Zinger ausweichen. Der Biene, der Wespe. Bienen sind ja freundlich, Wespen sind so böse. Böse. Wollen schon alle Toten. Toten. Ja, ich bin schon wieder getötet worden. Hier bin ich abgekackt eben. Es ist aber ziemlich präzise Steuerung hier in dieser Situation. Irgendwas fehlt in meinem Wort. Hey, hey, hey. Ich brauch dich nicht. Huckepack und das geht schon. Aber wenn man allein wäre, könnte man den seine Fesseln nutzen, um hochzukommen. Finde die Münze. Wenn's sein muss. Hey! Wie kann man nur so dumm sein? Ey, nee. Ich mach das so. Ich will nicht. Oder so ist besser. Ich will diesen Bonus-Level. Wo ist der? Weit weg, könnte ich wetten. Da. Wir warten mal, bis er sich ausgeschmissen hat. Der wirft auch eine Biene hin. Ich will nur zum Bonusfass. Mehr interessiert mich nicht. Wo ich eine Münze finden werde. Definitiv. Nichts kann mich davon abhalten. Auch nicht diese Fässer da. Tja, so einfach kann's gehen. Oh, schon wieder ein extra Leben. Nach 15 Jahren immer noch geil. Hab ich alles. Oh nein! Immer diese blöde Donkey Kong Münze. Leute, kann ich riechen, wo die sich versteckt? Ja, was soll ich machen? Da bleibt mir nichts anderes übrig. Als zu suchen. Ich flitze durch. Ruhe. Wo ist ein Rambi hier? Geht das, wenn ich so? Das geht. Ja, aber mit Rambi können wir ja keine Wand einstanzen oder so. Bleibst du... Ich will Rambi behalten. Weil sonst wäre mir ja irgendwie alles aufgefallen. Sofort. In Donkey Kong Country 3 sind die Donkey Kong Münzen besser aufgehoben. Da gibt es diese seltsamen Kerle, die die Donkey Kong Münze als Schutzschild benutzen und man muss sie austricksen mit einem Fass. Schwer zu erklären. Ihr werdet es noch sehen in Donkey Kong Country 3. Dun, 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 dun. Ja, Augen offen halten. Hier ist überall nichts. Stirb. Schwierig. Upp, upp. Für was ist Rambi hier überhaupt noch? Der kann doch gar nichts machen. Hier kann er mir freie Bahn machen, ja. Und dann ist er auch schon wieder weg. Und gib mir die Donkey Kong Münze. Danke, Rambi. Das ist doch mal ein Gespür. Okay, ein ziemlich kurzer Part diesmal, aber im nächsten Part gehen wir zu Glimmers Galeone. Da ist es ziemlich dunkel und ein neuer tierischer Helfer namens Glimmer wird uns begleiten. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.